Die Luft wird dünn, nicht nur für mich hier am Fuji-San. Ich bin hier auf halber Höhe in etwa und gerade ziehen hier so ein paar Nebelwolken hoch. Eigentlich wollte ich den wunderschönen Ausblick zeigen. Das wird aber nichts, zumindest nicht zu diesem Augenblick, denn es ist hier gerade auf der anderen Seite brutal nebelig geworden. Vielleicht kann ich das auch noch mal schnell zeigen. Aber ich werde da auf den Gipfel hochklettern. Nicht jetzt, ein bisschen geht es dann noch nach oben, aber heute Nacht. Denn wenn es gut geht, dann kann ich morgen früh den Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Fujis sehen. Das ist das, worauf viele hinfiebern, worauf viele warten, dass sie das erleben können. Und hoffentlich klappt das morgen. Und da die Saison noch nicht wirklich begonnen hat fürs Klettern, ist die Chance groß, dass noch nicht so viele da sind. Ich habe es versprochen, neblig sieht es auf dieser Seite aus. Neblig auch ein bisschen das, was an der Börse aktuell ist. Höhenluft habe ich eben schon gesagt. Für den Dow Jones wird die Luft dünner. Jetzt, nachdem wir das Allzeithoch letzte Woche gerissen haben, müssen wir damit rechnen, dass der Kurs erstmal nach unten kommt, dass wir uns ein bisschen erholen. Aktuell sieht das ja so aus. Also haben wir beste Voraussetzungen dafür, dass der Markt erstmal ein wenig nach unten kommt, ein bisschen sich erholt, um dann nochmal nach oben zu gehen. Denn eigentlich sollte der Weg nochmal weiter nach oben gehen. Also nicht nur hier beim Fuji-San geht es noch weiter nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass Dow Jones, S&P und auch der Nasdaq noch mehr Platz nach oben haben. Die starken Bewegungen der letzten Wochen und auch seit der Weihnachtsrallye, die sprechen eigentlich dafür, selbst wenn es jetzt nochmal nach unten geht. In dem Fall kann ich jetzt nicht viel mehr erzählen, denn ich bin hier zwar nicht nur an der Baumwipfelgrenze, sondern auch an der Grenze zum Internet. Ich muss mal gucken, ob ich oben wieder irgendwie Empfang habe. Nichtsdestotrotz werde ich auch von dort ein Video machen. Vielleicht habe ich da noch mehr Klarblick, was die Märkte als nächstes tun. Für heute drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye.